Wo ist meine Schutzbrille? Ich darf ja schließlich keine Handwerker-Vlogs machen, wenn ich meine Schutzbrille nicht aufhabe. So, es ist noch nicht mal 4 Tage her, dass ich Handwerker gespielt habe. Jetzt ist es mir schon wieder überkommen und ich habe Lust, Handwerker zu spielen, weil ich für meinen Hintergrund beim Filmen, also der hier, möchte ich noch eine kleine Lampe bauen, weil das ist gerade eben so die schöne Hintergrundbeleuchtung, die ich gerade eben habe. Und ich wollte schon immer mal, das habe ich mir eben auch von Pinterest gemerkt, ein Skateboard bauen, an dem die Rollen einfach durch Lichter ausgetauscht werden. Und ich habe noch ein altes Skateboard. Das heißt, wir fahren jetzt zum Baumarkt. Los geht's! So Leute, es ist der übernächste Tag, weil gestern war Sonntag und ja. Ich zeige euch jetzt mal genau, was ich alles eingekauft habe. 6 Fassungen, also jeweils 2 für die oben und unten für die Glühbirnen, dann eben 4 Glühbirnen, dann Kabel zum An- und Ausmachen dann für die Lampe, dann Verdopplungssteckdose für da unten, damit man da noch andere Sachen anstecken kann und da kommt dann das Skateboard hin. Sägeblätter für die Stichsäge und einen Bohrer. Ach ja, und ein Schleifer. Und da wir jetzt einen Schleifer haben, mache ich jetzt die Rollen von dem Skateboard weg und dann gehe ich nach unten und schleife die erste Schicht weg, damit das Holz wieder schön rauskommt, weil auch wenn der Druck darauf so unfassbar schön ist, stehe ich eher auf das echte Holz in dem Skateboard. So, dann schraube ich jetzt die Achsen weg und die Rollen. Nächstes Mal kaufe ich ihm ein neues Brett. Hier ist auch so ein Aufkleber drauf. Ja, dann gehe ich mal schleifen. Ich muss mir das jetzt noch einmal überlegen. Ich stelle mein Projekt Skateboard mal kurz hinten an und mach jetzt, weil das muss auch gemacht werden, beim Schuhregal. Wir wollten hier noch so eine 2. Ebene reinbauen. Das heißt, wir haben uns so ein großes Brett gekauft und dann haue ich da einfach so 4 Nägel rein und dann kann man da ein Brett reinlegen, damit man hier oben auch noch Schuhe reinstellen kann, weil sonst ist das halt voll der verschwendete Platz. Dann mache ich das jetzt einfach und in der Zwischenzeit kann ich mich seelisch darauf vorbereiten, dass ich mein Skateboard nicht in Holznaturfarbe haben werde. Jetzt schneide ich das Brett für das Schuhregal zu. Wollen wir dir mal die Ohren putzen? Bist du fertig mit Ausmessen? Ja, das war jetzt nicht so die Kunst. Kann man dir helfen? Nein. Das Gute ist, wir haben hier gerade eben eh irgendwie im Haus nebenan eine ganze Baustelle am Werk. Und deswegen fällt das nicht auf, wenn wir hier rumballern. Ja, besser schief geworden am Ende. Nee, weil der Strich war einfach schief. Das passt nicht, gell? Hä? Oh, ich will dich vermessen. Bist du fertig mit Ausmessen? Ja, das war jetzt nicht so die Kunst. Tja. Passt das andere wenigstens? Den mischen wir nochmal ran. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, Leute, so Kleinigkeiten herzuzeigen. Die Nati hat vor 3 Tagen das hier gebastelt. Da kann man sich nämlich jetzt immer raussuchen, auf was man Lust hat zu essen. Dann kann man sich den Tag aussuchen und sich ein Steckerchen hinmachen. Heißt, ich habe Lust auf Tortillas am Freitag. Und dann klemmen wir das da rein.
So, hallo Leute, es ist der nächste Tag und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das Skateboard anzumalen. Aber, es schneit. Ich streiche es aber nicht einfach nur weiß, weil nur weiß wäre halt an einer weißen Wand extrem langweilig. Ich mache das jetzt mit Acrylfarben, weil ich einfach der Meinung bin, dass Acrylfarben recht gut decken. Und dann klebe ich das alles immer ab, Streifen für Streifen, und dann mache ich da so einen Übergang und mische halt jedes Mal wieder ein bisschen mehr Weiß dazu. Und ich glaube, ich habe jetzt hier zwei Rottöne. Ich glaube, ich nehme den hier. Eigentlich das. Der andere ist dann doch ein bisschen zu rot. Und hier habe ich noch eine billige Acrylfarbe in Weiß. Ich mache das jetzt einfach und ihr seht das im Zeitraffer. Viel Spaß! Folgendes Problem, mir ist jetzt die Weiß ausgegangen. Ich muss jetzt aber sowieso los, weil ich mich noch mit der Nati treffe und dann fahren wir noch in den Baumarkt und dann kann ich auch noch gleich Acrylfarbe kaufen. Es ist bis jetzt gar nicht so schlecht. Ich meine, ich habe hier ein bisschen schlampig gemalt anscheinend, aber ich glaube dann so im Ganzen sieht das ganz cool aus. Ich gehe jetzt zum Baumarkt und dann bin ich gleich wieder da. Das letzte Video, das ich jetzt aufgenommen habe, ist jetzt ungefähr schon eine Woche her. Dementsprechend sieht es auch hier aus. Also es ist super unordentlich. Heißt, wir müssen jetzt gleich mal wieder einen Aufräumzeitraffer starten. Hier liegt auch noch ein Schirm am Boden, weil da Sturm Sabine ja durch ganz Deutschland gefetzt ist. Das heißt, den räume ich... Ja, okay. Und ich mache das Skateboard nochmal neu. Das heißt, ich musste jetzt in dieser einen Woche auf Acrylfarbe warten, weil sie ist mir ja auch bekanntlich ausgegangen. Man sieht halt einfach absolut keinen Farbverlauf, weil ich zu sparsam damit war. Und deswegen mache ich jetzt alles nochmal neu und jetzt räume ich erstmal auf. Ich habe jetzt noch die Rückseite mit der restlichen Farbe bemalen, weil es bleibt so wie immer einfach zu viel Farbe übrig. Und dann dachte ich mir, wenn da eine Schicht Acrylfarbe drüber ist, dann klebt das auch nicht mehr so kacke, weil das Deck ja da geklebt hat. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt fertig und ich bin sehr zufrieden. Ist halt wirklich eine Kackarbeit und nochmal würde ich es nie machen wollen, einfach dieses dumme Abkleben. Ich mache den Rest irgendwann anders, wenn ich wieder Zeit habe, aber jetzt habe ich keine Lust mehr. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Das letzte Video, das ich aufgenommen habe mit dem Thema Skateboard, ist schon irgendwie, ich glaube, fast sogar einen Monat her. Und als ich das Projekt gestartet habe, war sogar, glaube ich, noch Februar. Naja, Grund der Sache war einfach, ich musste irgendwann mal ewig lang auf diese Weiß warten für die Acrylfarbe. Habt ihr aber wahrscheinlich eh gerade eben gesehen. Und wenn ich bei einem Projekt nicht mehr weiter weiß oder nicht mehr weiterkomme, beziehungsweise halt es jetzt kompliziert wird, dann bin ich überfordert und schiebe das alles immer auf. Grund dafür war das hier, die Achse, also quasi. Ich wusste dann irgendwie nicht, wie ich das zusammenschrauben will. Ich habe euch das, glaube ich, schon gezeigt. Ich weiß es nicht mehr, dass ich das mit diesen irgendwie hier reinschrauben und dann noch mit zwei anderen das im Board befestigen wollte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte der Vater von der Nadi dann irgendwie eine bessere Idee und hat das dann auch gleich gemacht. Also ist das jetzt einfach ein Stück Holz. Da wurden dann eben Löcher reingebohrt. Da ist dann das Gewinde drin reingeklebt, das ist zum an die Wand machen und ins Board bohren. Und hier unten kommen dann die Kabel raus, das eben zweimal. Und dann versuche ich das Board noch mit Klarlack anzumalen, damit es vielleicht ein bisschen schöner aussieht und glänzt. Jetzt müsste der Klarlack, also es fühlt sich relativ trocken an. In der Zwischenzeit habe ich die Achsen angemalt. Ich finde es eigentlich ganz schön mit dem Pink und dem Weiß. Ich hatte auch überlegt, ob ich es Gold anmale, aber irgendwie
sieht das dann doch irgendwie ein bisschen billig aus, wenn man Holz Gold anmalt. Und jetzt bohre ich die Löcher rein. Ich habe ein bisschen in den Tisch gebohrt. Deswegen sollte man immer was drunter legen, aber dafür ist die Werkbank ja da. In dem Skateboard stecken so viele Schichten Farbe. Ich habe hier schon fast Holzkonfetti jetzt. Guck mal, wie süß! Fertig! So, jetzt ein ganz harter Cut. Das tut mir leid erstmal dafür, aber die Elektrik, da habe ich jetzt nicht so detailliert alles gefilmt, weil ich das nicht selber gemacht habe. Ich habe das einen echten Elektriker machen lassen, weil erstens will ich jetzt nicht dafür verantwortlich sein, dass hier der ganze Wohnblock abbrennt, weil ich irgendwas falsch zusammengestöpselt habe. Und ich kenne mich ja auch 0,0 aus mit Elektrik, deswegen habe ich das machen lassen. Ich habe es kurz gefilmt, also wir haben jetzt einfach hinten so einen Kabelkanal drinnen, alles aneinander gestöpselt und dann einfach das Kabel hier rausführen lassen mit dem Schalter hier. Also man kann das jetzt anmachen. Das sieht jetzt ein bisschen popelig aus, so am helllichten Tag. Obwohl ich es selbst so richtig schön finde. Ich bin super zufrieden. Das hängt jetzt schon einen Tag da, deswegen weiß ich auch, wie das im Dunkeln aussieht. Es ist halt bloß jetzt blöderweise hell. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen zu demonstrieren. Ich bin so zufrieden, also auch wirklich mit dem Pink und den weißen Achsen. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn es jetzt 3 Monate lang für mich gedauert hat. Und ich bin jetzt auch wieder motiviert. Das ist immer bei mir so, ich bin für eine kurze Zeit lang richtig motiviert, wenn ich was fertiggestellt habe. Dann fange ich mein nächstes Projekt an. Dann vergesse ich, dass ich Spaß daran habe, Dinge zu bauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt diesem Video einen Daumen hoch. Okay, tschüss.